Fröhlich echter Patientenfall. Wie stelle ich ein Nudelgericht richtig zusammen? Ihr Lieben, ihr könnt eine Handschale voll Nudeln nehmen. Ich zeige euch gleich noch eine Option, wie ihr die Nudeln anders definieren könnt, ohne immer abzuwiegen. Da gibt es nämlich eine ganz einfache Variante. Dann könnt ihr gucken, dass ihr, wenn ihr eine Handschale voll gekochte Nudeln auf dem Teller habt, dass ihr die doppelte Menge an Gemüse dazu habt oder auch die dreifache Menge für die Vegetarier oder Veganer. Und wer aber eine Eiweißquelle nutzen möchte, also Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, kann sozusagen die Eiweißquelle dazu nehmen. Was ich ja nicht ganz simulieren kann, wäre das Thema Soße. Ich mache jetzt einfach mal hier so ein bisschen, ne? Das heißt, Soße gehört natürlich am Ende auch dazu. Aber ihr könnt euch immer merken, dass ihr eine Handschale gekochte Ware Nudeln habt. Das sind, wer es doch abwiegen will, 75 Gramm gekochte Ware, also die Nudeln aus dem Topf auf die abgetropft auf die Waage sind 75 Gramm gekochte Ware und ihr seht, das ist eine ganze Menge. Diese sind ja jetzt Kunstnudeln. Dann habt ihr zwei Hände voll mit Gemüse, also 150 Gramm Gemüse mindestens. Und das Stück Fleisch kann immer ungefähr Handlänge sein, ne? Wenn ihr die Größe nehmt. Dann zeige ich euch das mal einmal. Dann kann man ungefähr immer sagen, ne? So wie die Handlänge wäre das Stück Fleisch. Oder wenn ihr einen Steak habt, dann ist es ungefähr Handtellergröße. Das heißt, 1,5–2 cm wären 150 bis 200 Gramm mageres Fleisch. Wenn ihr jetzt gekochte Nudeln habt und ihr wollt wissen und könnt nicht abwägen und ihr seid im Restaurant oder ähnliches, dann könnt ihr immer ungefähr diese Handschale nehmen. Das heißt, jetzt habe ich nochmal die Kaffeetasse in der Hand. Wenn ihr die Handschale habt, könnt ihr sie ungefähr so rauflegen, dann wisst ihr, okay, ne? Kann man das so ein bisschen sehen, das ist ungefähr eine Handvoll. Viele kennen das auch mit der Kelle, eine Kelle, eine Portion gekochte Nudeln. Wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr euch auch eine Kaffeetasse nehmen, füllt die mit gekochten Nudeln voll, dann stellt ihr die hier drauf, zieht es raus und dann habt ihr wunderbar die Menge der Nudeln sozusagen. Also ist gar nicht so einfach, gar nicht so kompliziert, nicht so schlimm. Also eine Kaffeetasse voll gekochte Nudeln sind ungefähr 75 Gramm gekochte Ware. Wenn ihr die Rohware haben wollt, müsst ihr das einfach durch zwei teilen. Das heißt, die Rohware, wenn wir von 80 ausgehen, sind es 40 oder ungefähr 35. Unsere Mathematiker unter uns, ihr wisst ja Bescheid. Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, wie viel Rohware es dann ist. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ganz lieben Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Nudeln essen.